Tornado Stream. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Tornado Stream. Heute spielen wir wieder Defense Grid, The Awakening. Und es geht weiter mit Level 8, Brennpunkt. Wollen wir auch nicht viel schnacken, also wollen wir mal reingehen. Ich sehe da gerade noch eine Zusatzinformation. Ach so, das ist mir ja noch nie aufgefallen, richtig? Sieht man mal, wie ich da hingucke. Lesen wir mal vor. Es wurde eine mächtige Satellitenwaffe entdeckt. Wir müssen sie in Betrieb nehmen. Alles klar, machen wir das auch. Story. Fantastisch. Ich habe das Orbitalkontrollzentrum gefunden. Jetzt habe ich Zugriff auf... Erstmal wirken lassen. Wir haben ein neues Spielzeug. Einen Lasersatelliten. Feuer von oben. Äußerst praktisch. Alles klar. Es wird aber eine Weile dauern, bis der Laser läuft. Also beschützen Sie die Kerne. Also auf den ersten Blick, heilige Scheiße. Guckt euch mal die Karte an. Zum Glück ist man jetzt hier nicht gleich unter Zeitdruck. Also erfassen, Situation erfassen. Von hier kommen die. Und hier laufen die hin. Und ich werde das machen wie in Level 7. Ich werde versuchen, die jetzt auf den längsten Weg zu schicken. Also am besten außenrum. Richtig, außenrum. Oder ich mache denen hier das Leben schwer. Aber am besten wäre... Nee, ich versuche sie hier rüber zu schleichen, über den Weg. Dann habe ich hier wieder einen doppelten Weg, wo ich sie fertig machen kann. Also los. 700 haben wir. Also, laufen sie lang. Hier macht keinen Sinn, hier können sie eh nur hier lang. Aber ich kann dich zwingen, hier nicht lang zu gehen. Guck mal, seht ihr das? Geht auch genau auf. Das ist genau so durchdacht gewesen, bestimmt, meine Leute. Meine lieben Fans. Geben Sie keine Ressourcen aus, wenn nicht unbedingt nötig. Je mehr Zeit ich habe, Trümmer zu verwerten, desto mehr Ressourcen kann ich bergen. Alles klar, aber verstanden. Also komm. Lass die erste Welle hier kommen. Ich kann nicht glauben, dass es so einfach ist. Ja, das wird sich herausstellen, ob es so leicht ist, aber... Ich habe diesmal ein gutes Gefühl bei der Sache. Walker wieder. Walker am Start. Die Walker sind am Start. Walker Texas Ranger, oder was? Bloß allerdings sehen die nicht so aus wie Chuck Norris. Und wenn die Chuck Norris wären, dann wäre ich wahrscheinlich schon tot. Weil wir wissen ja alle, Chuck Norris ist unbesiegbar. Ich weiß nicht, ob noch eine Straße der Verdammnis gut ist. Eine Straße der Türme, der Geschütztürme. Machen wir das einfach, ist egal. Bisschen vorspulen hier. Passiert ja nichts wirklich. Das ist so schlau war. Jetzt tummeln sich hier die ganzen Grins wieder. Passen Sie auf die Kerne auf, Sie wollen sie stehlen. Okay, upgraden. Nein, 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 das war so doof, doof, doof. Upgraden. Den nehmen wir auch gleich mit. Lassen uns doch hier heute nicht die Butter vom Brot nehmen. Was ist denn hier los, Mann? Habt ihr gesehen, die haben gleich die Kirschen raustragen wollen. Nö, nicht so. Oh, wieder welche mit Schilde. Nein, das nicht das Michael. Sie geben sich keine große Mühe. Ach, sei doch ruhig. Das heißt hier keine große Mühe. Mach doch schon. Ach, stimmt ja, hier haben wir ja noch so eine blöden Dinger. Oh, es kommt was Härteres. Bulwark. Die Bulwalker sind los.
Was machen wir denn jetzt hier? Upgraden? Da machen wir uns jetzt mal nicht die Platte. Wir sind da ganz tiefenentspannt. Bis jetzt sind wir ja auch schon bei... Ach du Scheiße, ist ja jetzt erst. Wir müssen ja 20 Angriffswellen überstehen. Oh. Nehmen wir gleich auch nochmal hier so ein bisschen was wehtut. Ein Inferno. Verdammt, sie haben sich noch eine Kern geschnappt. Und wo wäre denn so der... Ich überlege gerade, wo wäre denn so der erste... Temporalgut? Mann, ey. Hier ist Zielgenauigkeit gefragt. Wir schaffen das. Machen wir es einfach. So. Ja, ich brauche mehr Kohle. Ich brauche jetzt ein paar mehr. Hier, wo ich jetzt schon Power habe, werden... Doch, ich baue hier auch hin. Doch. Temporal mache ich hier auch hin. Hier ist gerade der stärkste Turm, deswegen. Da brauchen wir auch die meiste Power. Hier machen wir nochmal, damit es ein bisschen bunter ist, ein Inferno hin. Oh, da kommt schon ein Orange. Ein oranger Gegner. Das heißt also, was stärker wird. Wenn wir das überleben und ich könnte, würde ich sie auf einen Drink einladen. Kannst du später machen, wenn wir hier durch sind. All diese Racer, die sind da richtig flinke Tierchen, wa? Flinke Aliens. Ist ein Alien eigentlich ein Tier? Würde mich mal interessieren. Ein Alf. Andere Lebensform. Allerdings kommen diese Burschen, so wie sie aussehen, nicht vom Planeten Melmark. Und wir werden auch mit denen kein Booyah Baseball spielen, weil die Eumels auch keine Fische mitbringen. Aber ich könnte hier upgraden. Wir sind durch, die Hälfte geschafft. Und alle Kerne noch im Nest. Halbwegs. Eieieiei. Macht hier keinen Scheiß, Leute. Die Dinger bleiben zu Hause. Na, du! Schießen tot! Scheiße, das hat aber gerade mal so geklappt. Der Mistkerl ist in der Datenbank abgelegt. Hört denn bitte? Wo kommt denn der her? Nee, da hilft nichts. Wie hat denn der das gemacht? Hey, aufbauen. Fortsetzen. Das kenne ich ja noch gar nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Rumbler. Ein Alien hat sich soeben durch das Energiefeld eines Turms bewegt. Wo? Also, das war gerade schon eine brenzliche Situation und dieser... Das war ja ein Teil, war das? So ein kleines Raumschiff da, was da ankam. Spielt keine Rolle, wir müssen härtere Geschütze aufziehen. Was passiert an der vordersten Front? Nee, hier kann man noch nicht upgraden, dann müssen wir vorne upgraden. Das war auch gerade schon eine spektakuläre Geschichte. Ich habe mir jetzt... Ach, verdammt, ich habe mir jetzt nicht gemerkt, wie der heißt. Rumble irgendwas Box oder so war das? Also... Ich habe auf jeden Fall nicht schlecht geguckt. Aber ich will doch mal zumindest sagen, der Ansatz ist doch schon okay, oder? Die hier außen drum rumzutreiben. Was könnte ich denn noch? Naja, ich könnte ja natürlich hier von der Mitte aus. Genau, das werde ich jetzt auch machen. Hier, wie sieht's denn aus mit so einem Meteor? Ich mache eine Meteor-Station. Hier. Von der Mitte werden sie dann alle beschossen. Mit diesen Feuerballen oder Napalmen. Nennt es wie ihr wollt. Und sie brennen. Nicht genug Kohle? Also ich werde hier die ganze Mitte noch vollbauen.
Komm, gib mir noch Punkte, dann kann ich noch so ein Ding bauen. Ja. Nee, das ist nicht. Und noch einer? Oh. Mann ey, Saker. So. Uiuiui, es wird wieder brenzlig, Leute. Ich glaube, die Taktik der Geschütztürme geht langsam vor die Hunde. Ich denke, wir werden diese Schiene nicht mehr lange führen können. Hoffentlich schaffen wir es noch mit der Taktik über dieses Level hinaus. Ich kann auch hier gerade nicht upgraden, weil... Upgraden. Und hier auch noch einen hin. Wir sollen mal richtig schön hier einheizen, die Bude. Dann das hier. Bloß nicht abstürzen, Kiste. Wenn das jetzt hier passiert, dann... Ich sag euch, wenn ich jetzt hier alles nochmal neu spielen darf, weil die Aufnahme verkackt ist, dann raste ich aus. Aber jetzt kommen die Harten. F drücken, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Welle 15, meine Lieben. Und der gute Tornado lebt noch. Sieht aber hier, guck mal, die Crusher kriegen auch ordentlich einen auf den Latz und brennen. Und sie brennen. Schutzturm. Oh, gleich die Gunst der Spinne ausnutzen. Komm, komm, komm hier. Upgraden, bevor die Eulen da sind. Und jetzt gleich auf Rot, damit sie voll die Packung kriegen. Komm. Komm, schneller. Oh, ja. Unsere Energie ist relativ niedrig. Läuft doch. Kann hier keiner. Upgraden, damit sie noch langsamer werden. Der Geschützturm hat sie erledigt. Jeden. Hohe Feuerkraft hat durchaus ihre Berechtigung. Upgraden, komm. Alle Tier auf Rot, was wir haben. Der Laser ist in Betrieb. Dann wollen wir ihn mal einheizen, ja? Wie? Drücken Sie L. Okay. Drücken Sie die L-Taste, um den Orbital-Laser auf den Punkt abzufeuern. Alles klar, okay, verstanden. Machen wir. Dazu brauchen wir jetzt aber auch einen mächtigen Gegner. Der Orbital-Laser. Feuert den Orbital-Laser auf das Opfer. Boom. Boom, Schakalaka. Habt ihr das gesehen? Ein Schuss weg, der Typ. Oh. Und wie lädt er sich jetzt auf? Oh, ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr gerade raus. Oh, Alter, der hat den einfach... Ey, ein Schuss, Mann! Ein Schuss und tot, der Sack. Nochmal. Ach, scheiße, keine Energie mehr. Muss ich das aufladen, oder was? Okay. Aber jetzt habe ich auch ganz schöne Fehler Gegner. Ja, okay. Konzentrieren wir uns mal wieder aufs Spiel. Alter, das war ja gerade geil. Also wirklich. Ich denke mal, das wird sich wieder so aufladen, wa? Mal den Inferno hier ein bisschen upgraden. Geht nicht. Das sind die Upgraden, die Sau. Ah, da ist schon wieder so ein Ding. Rumbler. Wir kommen hier definitiv an unsere Grenzen. Ja, aber wenn wir mal hier so einen geilen Laser noch mal kriegen würden,
Wer schickt ihn? Nein, nein, der schafft es, oder? Nee, er kommt nicht raus, das schafft er nicht, Leute. Noch so ein Drecksding. Mann, ey, wo ist er denn? Wo ist er denn? Bin ich denn blind, Alter? Was wollte ich denn? Ja, Entfernung. Ey, falsche Taste. F beschleunigt, ja. Es ist nichts übrig als ein wenig Schmutz. Vom Laser verkohlt. Was für ein passendes Ende. Ach so, da oben sieht man... Einem Laser kann keiner standhalten. Gute Arbeit, das. Sehr gut. Yeah! Das war äußerst kurzweilig. Das Level 20. Weile aufhalten. 20. Angriffswelle geschafft. Mann, das war ja mal aufregend. Oh. Schon besser. Geht auch gleich weiter. Oh, ist schön, wenn die Matte runter ist. Gleich Kopfhörer aufgesetzt. So, also, jetzt kann ich ja wieder klar denken, nachdem die Matte runter ist. Also, was haben wir? Story. Flugplan. Worum geht's denn hier diesmal? Tief in einer Schlucht, die früher ein Engpass auf dem Weg in den eisigen Norden war, liegen noch einige Kraftkerne. Die Aliens sind bereits unterwegs. Na dann rein. Also zumindest sieht auf jeden Fall die Map schon mal gleich gut aus. Na rein, hier, Neustart. Los! In dieser Schlucht herrscht reges Treiben und ich habe noch einen Plan gefunden. Für den Raketenturm. Als würde man einem alten Freund begegnen. Raketenturm. Wenn Sie erst einmal gesehen haben, was er mit den Flug-Aliens anstellt, schließen Sie ihn bestimmt auch ins Herz. Dann wollen wir es den Mistkerlen mal zeigen. Jawohl, Chef. Also erstmal gut ist, dass die Matte hier oben runter ist, weil ich brauche ja nun wirklich jetzt meine ganze Kraft zum Nachdenken und da kann ich es mir nicht leisten, wenn ich noch auf den Kopf schwitze. So, aber erstmal gleich gut für die Seele ist, ich sehe eine Eislandschaft, eine kalte Landschaft und das kann nur Gutes sein. Gutes bedeuten für mich, weil wenn ich überlege, ich kann kein Feuer mehr sehen. Also kommt jetzt Eis ganz gut bei 28 Grad hier in der Kammer. Also, wie gehen wir diesmal daran? Ich würde sagen, da das hier alles nah ist und klein ist, ich glaube, ich gehe auf die Variante mal so ein paar Infernos zu nehmen. Also die kommen von hier, reisen wieder durch, hier schnorren sie sich voll und dann hier rüber wieder ins Ziel. Also quasi auf der Durchreise werden Energiekerne geklaut. Also, 750 haben wir und ein Laser sogar. Geil. Da werden wir dann schön den stärksten uns rauspicken. Na, ich fange mal lieber gleich hier. Ich gehe ein bisschen Risiko ein. Temporal. Und ich kann es mir nicht verkneifen, Geschütztürme hinzustellen. Haben wir noch Kohle für einen? Na komm, ich überlege gerade. Inferno. Und hier ein Inferno. Hier ein Inferno, genau. Geht gar nicht. Angekackt. Ja, dann wollen wir mal gleich... Machen wir mal so. Oh, Mist. Klosenhals, Leute. Ach, stimmt ja. Auf T nochmal. Auf T haben wir hier die Flugbahn. Oh Mann. Oh, noch nicht 100% fit wieder, Leute. Zu viel Haare vom Kopf weggeschnitten. Was haben wir hier für eine hässliche Bande? Die hier angeflogen kommt. Dartpfeile. Wieder mal. Oh ne, das war doch echt bekloppt, oder? Nein! Passen Sie auf die Karre auf, Sie wollen sie stehlen. Oh. Ohne die Kerne sind wir verloren. Das war ja mal gleich mega beschissen, oder? Verdammt, sie haben sich noch einen Kern geschnappt. Sind ja fast alle weg. Das ist ja bekloppt, das ging ja gleich scheiße los. Na dann. Oh. Habe ich irgendwas vergessen? Ach, über den Raketenturm habe ich gar nicht gesprochen. Na okay, der Raketenturm, ja. Auf den kommen wir gleich nochmal. Schön nachgedacht, dass am Boden alle bekämpft werden, aber
den Luftangriff völlig gar nicht berücksichtigt. Na dann. Vorsicht, Sie haben Schilde. Das ist einfach nur bescheuert. Das läuft gerade richtig bekloppt. Jetzt 3 Stück noch zu verteidigen nur noch? Was? Kacke. Das können wir unter Ulk verbuchen, Leute. Da gleich einen Raketenturm hinwerfen sollen. Ob der jetzt noch was bringt, das weiß ich nicht. Unsere Energie ist relativ niedrig. Das war's. Nicht unbedingt unsere erfolgreichste Strategie. Wir müssen unsere Taktik ändern. Ja, machen wir auch. Wir werden auch gleich einen Neustart. Also Neustart. Gar nicht viel Zeit für den Neustart. In dieser Schlucht herrscht reges Treiben und ich habe noch einen Plan gefunden. Raketenturm. Für den Raketenturm, als würde man einem alten Freund begegnen. Okay. Wenn Sie erst einmal gesehen haben, was er mit den Flug-Aliens anstellt, schließen Sie ihn bestimmt auch ins Herz. Also. Dann wollen wir es den Mistkerlen mal zeigen. Einverstanden? Okay. So, also der Raketenturm hier, der verschießt Raketen, aber nur gegen fliegende Aliens, steht doch da, verschießt eine durchschlagende Rakete, der mit Abstand beste Turm gegen fliegende Aliens, kann aber keine anderen Aliens treffen, also nur welche, die in der Luft fliegen. Den bauen wir auch gleich auf. Wollen wir mal unser Malheur jetzt hier ein bisschen, sag ich mal, unterm Tisch kehren oder unterm Teppich und Geschützturm. Eigentlich wiederholen, was ich hier mache. Der Raketenturm kann fliegende Aliens in Visier nehmen, ist aber extrem effektiv und hat eine sehr hohe Reichweite. Alles klar. Dann hier nochmal Inferno hingeballert. Diesmal. Ja, siehst du, hier sieht doch gleich ganz anders aus, wenn der Turm da steht. Kriegen sie gleich eine Schelle mal. Los, stürzt ab. In den kalten Graben. Also ich würde sagen, hier Geschütztürme. Und was ich auf jeden Fall auch brauche, ist ein Temporal hier nochmal. Ja, der kommt dann hier hin. Direkt der Erstmaßnahme. Temporal. Schön hingepflanzt. So, einer reicht, um die alle zu besiegen, oder was? So. Ich muss halt immer auch mal gucken, was hier die Temperatur sagt. Und das Doofe ist auch, ich kann hier nicht die Tür aufmachen. Wenn ich die Tür aufmache hier, dann verschwindet der Greenscreen, weil der nämlich genau über meine Tür hängt. Aber Greenscreen ist halt cool, deswegen mache ich das ja alles. So. Was machen wir hier? Inferno. Also hier macht eigentlich alles Inferno machen am besten. Gestohlen. Ja, damit kommen sie aber nicht weit. Mal vorspulen ein bisschen. Na, du bleibst hier. Ich bin eher mehr für Upgraden. Genau. Ein bisschen stärkere Waffe. Also mal die Waffe ein bisschen verstärken. So.
müssen schnell sein. Diese Dinger verschwenden keine Zeit. Ja, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Geschützturm. Zwei Infernos, Geschützturm. Kommt, kommt her. Entschuldigung. Stimmt noch nicht ganz, bin halt noch ein bisschen krank. Aber ich kann mich ja nun jetzt nicht auch einfach hier wochenlang verkriechen und nichts machen. Nur weil ich ein bisschen Husten habe. Obwohl, das war schon ein bisschen schlimmer als ein bisschen Husten. So, was nehmen wir? Schützturm hier alles upgraden. Oh nee. Haben Sie das? Da kommt etwas Neues. Die Datenbank wurde um Alien-Informationen erweitert. Hier upgraden mal eine Runde. Welche Information? Welche Alien-Information? Ist alles zu schaffen, Jungs, oder? Da. Hier kann... Ich habe eine Idee. Wo ist er? Machen wir hier mal schön so eine... Genau, so ein Meteor hin. Steht ein bisschen weit weg vom Schuss, oder? Das funktioniert? Ah doch. Geht schon. Wir müssen Hand in Hand arbeiten. So, Runde 7. So kommen wir ans Ziel. Also Angriffswelle 7. Also zumindest tut diese Map meiner Psyche gut. Es strömt zumindest. Es strömt Kälte aus. Ist doch gut für die Seele. Jetzt diese schnellen. Diese Racer. Racers. Können wir nicht machen, müssen wir abwarten, bis wir Punkt haben. Oh, das war aber auch schon haarscharf wieder, wa? Oh Gott, da muss ich verbessern. Ah, ein Kern ist wieder gesichert. Bis jetzt haben wir aber noch alle. Schießen hier. Kriegt die Kanone, kriegt er das alles so im Griff? Ich kann ihn aber jetzt nicht upgraden, weil wenn ich den upgrade, dann kann der die ja nicht da oben befeuern. Okay. Jo. Komm, wir wollen noch mal einen Laser einsetzen. Das ist jetzt hier richtig stark. Nee, das lohnt noch nicht. Ja. Holen Sie die Kerne zurück. Machen wir. Wir werden jetzt aber erstmal upgraden. Wie die sich hier mal durchtunneln, war das ein Gemetzel. Rind. Ist der überhaupt das wert? Ach, ich kann da vielleicht mehrere mit einmal schlagen, wa? Yeah. Flächendeckend vernichtet. Nenne ich das mal. Flächendeckend. So, den nehmen wir uns jetzt hier mal vor. Machen wir mal einen Orangen draus. Müssen wir sie ausschalten. Ja. Mann, der macht immer eine Panik, als ob hier alle zusammenbricht. Kann ja. Achtung, Sie haben einen Kern gestohlen.
Oh je, jetzt habe ich Scheiße gebaut, oder? Das schaffen die nicht, oder? Oh doch, gerade mal so. Ich spiele aber auch mit dem Feuer, Leute, also. Okay, upgraden kommt, Leute. Lohnt es sich? So. Lageplanbesprechung, was ist los? Wie sieht's aus? Alles gut hier? Alles gut hier? Hier ist der Hotspot. Also hier werde ich mich jetzt darauf konzentrieren, dass wir hier diese Kräfte mobilisieren. Da haben wir es eigentlich wieder, die Straße der Gefechtstürme. Ich glaube, es reicht sogar. Hier brauchen wir ihn noch an der Stelle. Aber. Schildsturm. Ja, wir haben es gut im Griff. Swama Rama. Da gab es auch mal so eine Zeichentrickserie, will ich jetzt hier nicht nennen, will keine Werbung machen. Swama Rama! Zum Glück ist es nicht immer so. Swama Rama, bloß irgendwas mit der Zukunft so davor gequatscht, also. Vielleicht versteht es ja einer von euch. Was sind denn das eigentlich für Aliens? Manta. Fliegende Mantas. Also eins muss man denen ja lassen, die sind schon kreativ gewesen bei der Entwicklung der Aliens. Also man kann da nicht sagen, irgendwie haben Scheiße gemacht oder so, das sind schon coole Teile. Sehen schon schicki aus. Oh, wir haben einen Laser. Kriegen wir das alles mit einmal kaputt? Ich warte wieder, ich mache es wieder ganz schlau. Ich lasse wieder hier oben in den Kreis kommen. Wenn es überhaupt notwendig ist. Schatscha! Boom, Schakalaka! Alle weg! Oh, wir haben jetzt aber Kohle. Jetzt können wir eigentlich bauen ohne Ende. Jetzt können wir ein bisschen gönnerhaft sein. Jetzt können wir ja mal auch Laser aufbauen. Das Ding haben wir gewonnen. Ich würde eiskalt sagen, das Ding haben wir diesmal gewonnen. Können wir auch gleich jetzt F gedrückt halten, weil die, glaube ich, die tragen nicht raus. Ja. Geschütztürme sind äußerst wirksam. Erstklassige Arbeit. Ja, das war doch mal richtig klasse, würde ich sagen, an der Stelle. Mensch. Richtig cool. Alles klar. Geht beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, euer Tornado. Ciao.